Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute zum Webinar Risiko und Money Management beim Grid Trading, natürlich mit Timo Kosiol. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zu diesem Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Timo uns zu erzählen hat. Ich hoffe, Sie auch. Und bevor ich den Bildschirm an den Timo übergebe, würde ich einmal zum Risikohinweis springen. Das immer vorne vorweg. Ganz wichtig, das ganze Webinar dient wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken und im Endeffekt ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie dort treffen müssen. Ja, bitte verstehen Sie auch nicht, egal ob Timo gleich eventuell einen Trade zeigt oder dergleichen, das Ganze als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung. Ja, das vorneweg von mir. Wenn irgendwas sein sollte, ich bin in meinem Hintergrund. Ich kann dir gerne auch bei den Fragen nachher helfen, Timo. Kein Problem. Wenn etwas sein sollte, sag mir einfach Bescheid. Ja? Okay, Ich so würde dir machen wir den es. Bildschirm dann jetzt geben. Zack, zack. So. Jetzt hassen. So, warte, jetzt muss ich, das ist immer so die Sache hier bei GoToWebinar, dass ich hier nicht den falschen Bildschirm. Ja, da muss aufpassen. So, wenn alles geklappt hat, dann sieht man jetzt mein Intro-Bild. Das sieht gut aus. Okay. Wieder Erfolg. Super. Dann auch von mir und von meiner Seite aus herzlich willkommen zum Webinar Risiko und Money Management. Risiko und Money Management sind ja so Themen, die auf jeden Fall jeder Trader beherrschen sollte, weil letztendlich geht es ja darum, dass man seine Trades managt, dass man sein Risiko managt. Und ja, am Ende des Tages darf man sich auch nichts vormachen, ist man hauptsächlich als Trader auch ein Risikomanager. Und das richtige Risiko- und Money Management ist halt ein Baustein oder nicht, oder vielleicht sogar der Baustein, der letztendlich darüber entscheidet, ob man profitabel tradet oder nicht. Und das Ziel des Ganzen ist ja quasi am Ende des Tages auch mehr Gewinn als Verlust zu machen. So, und wie man sich dem Thema jetzt nähern kann oder diesen Themen nähern kann, das werde ich jetzt mal so in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde ungefähr erklären. Gut, dann gehen wir auch in den Chart rüber, würde ich sagen. Und zwar so. So, als erstes zeige ich mal, wie man es am besten nicht machen sollte, um dann zu erklären, wie man es besser macht oder wie man sich dem Ganzen nähern kann. Also, wie man es nicht machen sollte, ist, ich gehe jetzt hier eine Position ein, sagen wir mal mit 5 Kontrakten, gehe jetzt hier long und dann merke ich, oh ja, ich möchte ja quasi nur 50 € verlieren, also setze ich den Stop irgendwie auf 50 € beziehungsweise das sind ungefähr 12, 13 Punkte jetzt hier im DAO und gebe quasi dem Markt sozusagen oder meinem Trade 15 beziehungsweise 13 Punkte Luft, weil ich ja nicht mehr als 50 € bei dem Trade verlieren möchte. Das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. So sollte man es nicht machen, weil so wird das Trading auf lange Sicht nicht funktionieren. Weil dem Markt ist es ja egal, wo jetzt mein Stop liegt. Er geht jetzt hoch oder runter und der Stop, der liegt jetzt hier auf jeden Fall ja nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, man sollte sich im ersten Moment überlegen, okay, wo lege ich meinen Stop hin und entsprechend dahingehend meine Positionsgröße ausrechnen. Und wie man sich jetzt dem ganzen Thema nähert und wie man das jetzt kalkulieren und berechnen kann, das werde ich jetzt mal zeigen. Machen wir das erstmal wieder zu. Und zwar die Frage ist erstmal, welches Risiko bzw. welchen Geldbetrag möchte ich denn überhaupt im Verlustfall verlieren? Also es ist immer so, man sollte erst einmal mal vom Worst Case ausgehen. Der Worst Case ist, oder die Frage im Worst Case ist, okay, wenn meine Idee nicht aufgeht, wenn mein Trade nicht aufgeht, wie viel kann ich im schlimmsten Fall verlieren? Und ich habe hier mal so eine kleine Excel-Tabelle vorbereitet.
Und da kann man sich so ausrechnen, was jetzt passieren würde, wenn ich jetzt 1, 2 oder 0,5% quasi verliere. Ich kann die Tabelle auch am Ende den Zuschauern oder den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Angenommen, ich habe jetzt hier ein 10.000 Euro Konto und man sagt ja so in der Regel, ja, 1% vom Konto pro Trade ne, sollte man eingehen oder kann man eingehen, wären dann in dem Fall 100 Euro, die ich quasi riskiere, die ich quasi verliere, wenn der Trade nach hinten losgeht. Ich finde 1 Euro ein bisschen viel. Ich würde es in der Regel ein bisschen niedriger ansetzen, also 0,8, 0,5 Risiko pro Trade und entsprechend. Ne, wären das jetzt bei 10.000 Euro 50 Euro bzw. 80 Euro bei 0,8% oder wenn ich ein kleineres Konto habe, zum Beispiel 5.000 Euro, dann entsprechend wären das 40 Euro bzw. 25 Euro. So, ich muss ja gerade noch mein Zeichentool laden, das habe ich nämlich vergessen, sehe ich gerade. So. Also als erstes, wie gesagt, stelle ich mir die Frage, okay, ne, was riskiere ich? Und gehen wir jetzt mal einfach, um es einfacher rechnen zu können, von dem Beispiel aus, wir nehmen die 1%-Regel. Das heißt, ich riskiere 1% von meinem Kontokapital, also von meinen 10.000 Euro, entsprechend 100 Euro. So, damit weiß ich das schon mal. Jetzt gehe ich mal wieder zurück in den Chart. Dann die zweite Frage, die ich mir stellen muss, wo platziere ich jetzt sinnvoll einen Stop? Also wenn ich jetzt ein Trendfolgesystem zum Beispiel nutze und ich gehe jetzt davon aus, wir sind jetzt hier in einem Long-Markt und ich möchte gerne Long in den Markt einsteigen, ist die Frage, wo setze ich den Stop hin? Und sinnvoller Stop-Setzung wäre ja unter das letzte lokale Tief, das heißt, ne, mein Stop würde ungefähr hierhin kommen. So, wie rechne ich nur aus, wo ich quasi einsteigen kann, um auf jeden Fall nicht mehr als meine 100 Euro zu verlieren? So, und dafür gibt es ein Programm, was ich geschrieben habe, das nennt sich PLOC, steht für Profit Loss Order Calculator. So, machen wir die Linie mal wieder weg. So, was kann ich jetzt mit dem Tool machen? Also, ich habe gesagt, ich möchte gerne long einsteigen und ich kann mir mit diesem Tool jetzt hier ein Level in den Markt legen. So, dann wird mir so eine Linie im Markt gezeichnet und dann kann ich der Linie quasi sagen, wo ich einsteigen möchte bei meinem Trade. Also entsprechend, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt hier einsteigen. Und mein Stop soll ja hier unten hin. Das habe ich ja eben definiert. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier einsteige, was habe ich dann letztendlich für einen Verlust, wenn der Kurs jetzt doch nicht nach oben läuft, sondern entsprechend in die Gegenrichtung und meinen Stop-Loss zieht. So. Dafür klicke ich hier auf die Option Z. Dann werden mir erstmal so zwei Linien im Markt gelegt. Was bedeuten jetzt diese zwei Linien? Die erste Linie, die obere Linie, bedeutet, das ist mein Take Profit. Die untere Linie bedeutet, das ist mein Stop Loss. Den lege ich jetzt hier unten hin, wie definiert. Und jetzt gebe ich dem Ganzen noch eine Positionsgröße. Das heißt, ich muss sagen, mit welcher Größe ich denn jetzt hier in dem Bereich einsteigen möchte. Und da gebe ich zum Beispiel Positionsgröße 5 Kontrakte an. Gehe jetzt auf Kalkulieren. Und entsprechend sehe ich, dass wenn ich jetzt hier einsteigen würde mit 5 Kontrakten, dass ich hier unten, ich mache das mal ein bisschen größer, entsprechend mit 184 Euro aus meinem Trade fliegen würde. Sprich, das würde nicht zu meinem Risiko-Money-Management passen.
Also muss ich mir die Frage stellen, oder gibt es zwei Fragen, die ich mir stellen muss? Macht der Einstieg hier in diesem Bereich Sinn? Oder macht der Einstieg rein vom Money Management her eine andere Position Sinn? Das heißt, tiefer, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit 5 Positionen in den Markt gehen. Oder ich muss meine Positionsgröße runterschrauben. Das heißt, nicht mehr 5 Kontrakte, sondern entsprechend nur 2 Kontrakte oder 3 Kontrakte. So, jetzt in dem Fall ziehe ich aber meinen Einstieg ein bisschen weiter nach unten und schaue mal, wie das jetzt aussehen würde. Ich gehe wieder auf Kalkulieren und entsprechend siehe da, wenn ich jetzt hier einsteige, dann entsprechend würde ich bei 5 Kontrakten ungefähr mit 100 € ausgestoppt werden. So, damit weiß ich Folgendes, und zwar weiß ich in dem Moment, dass das hier meine Einstiegsarea ist. Machen wir das mal grün. Das ist aber ein hässliches Grün. Aber mal ein anderes Grün. So, somit weiß ich also, können wir die Linie wieder wegmachen, dass das hier jetzt mein Einstiegsbereich, meine Einstiegsarea ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wo das grüne Kästchen ist, wenn ich dort einsteige, werde ich auf jeden Fall nicht mehr als meine hier festgelegten 100 € verlieren. So. Das heißt, hier kann ich jetzt meine Order platzieren, zum Beispiel in dem Bereich, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel dort. Und ich weiß, okay, wenn der Kurs jetzt quasi hier runterläuft, meine Buy-Limit greift, hier unten meinen Stop hinlegt, den ich dann auch noch ausrechnen kann, indem ich sage, okay, von da bis da sind entsprechend 21 Punkte. Das heißt, dann trage ich hier an ein 21 Punkte. Somit weiß ich dann, okay, ich werde auf jeden Fall, ne, meine 1% oder nicht mehr als meine 1% verlieren bei dem Trade. So. Auf der Oberseite wiederum sehe ich, wenn wir jetzt nach oben laufen und entsprechend ne, hier an meinen Take Profit geraten sozusagen. Dann würde ich bei 5 Kontrakten mit 558 Euro Gewinn aus diesem Trade rausgehen. Okay, so machen wir das mal wieder weg. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich eine Position offen habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit einer Position in den Markt, sage jetzt hier kaufen und lege meinen Stop jetzt mal hier hin und lösche meine ganzen Linien nochmal. Und lege die Linien jetzt nochmal, oder ich setze nochmal meinen Take Profit nach oben. Setze mir nochmal meine Blocklinien in den Markt, gehe nochmal auf Kalkulieren und entsprechend sehe ich, dass ich jetzt hier unten 192 € quasi Verlust hätte, wenn der Kurs jetzt nach unten laufen sollte und mein Take, nicht mein Take Profit, sondern mein Stop Loss greifen sollte, habe ich 192 € Verlust. Leider erlitten, wenn wir nach oben laufen, habe ich entsprechend 423 € Gewinn. So, machen wir das mal zu und löschen das Ganze. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Short-Positionen. Das heißt, diesmal lege ich mir quasi ein Sell-Limit oder ein Sell-Level, besser gesagt, in den Markt und sage, okay, wenn der Kurs jetzt hier hochlaufen sollte, möchte ich gerne entsprechend short in den Markt gehen. Mein Stop soll hier über die Hochs gehen. Entsprechend lege ich mir wieder Linien in den Markt und sage, Stop kommt hier drunter. Mein Take Profit kommt hier hin. Und entsprechend lassen wir das Ganze wieder berechnen und
siehe da, hier wäre ich auch wieder über mein 1% Limit sozusagen, würde 146 Euro Verlust erleiden und entsprechend 500 Euro ungefähr gewinnen. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte da gerne einsteigen, aber das passt jetzt nicht zu meinem Money Management, dann kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann hier mit der Positionsgröße rumspielen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt nicht mit fünf Kontrakten, sondern mit vier Kontrakten in den Markt, lassen wir das Ganze nochmal ausrechnen, würde ich 117 Euro quasi verlieren und wäre immer noch über mein 1% Limit und sage jetzt hier, okay, dann nehme ich halt 3,5. 3,5 und lass das nochmal ausrechnen. Das würde ungefähr passen. Das heißt, 3,5 Kontrakte, wenn ich jetzt hier oben einsteigen würde, das würde passen. Ich hätte quasi dann meinen 1% knapp erreicht, quasi 1% Verlust, 102 Euro und entsprechend hier unten 300,55 Euro Gewinn, falls der Trade aufgeht und in meine Richtung läuft und mein Take Profit greift. So, genauso wie bei meiner Einstiegszone hier unten Long, habe ich jetzt auch wieder eine Einstiegszone Short sozusagen definiert. Das heißt, hier oben, das ist mein Bereich, wo ich Short in den Markt gehen kann, wo ich meine Sell Order platzieren kann und ich weiß, okay, natürlich mit einer Kontraktgröße von 3,5. Da weiß ich auf jeden Fall, okay, ich werde nicht über meinen 1% Verlust kommen. So, ist das soweit jetzt erstmal klar, wie man sich dem Ganzen so nähert, wenn man jetzt eine Position eingehen will, einen Trade eingehen will, wie man ja, den Verlust berechnet, wie man den Gewinn berechnet und wie man das im Vorfeld kalkulieren sollte. So, hier kommt gerade eine Frage rein. Ist Plock in der Toolbox integriert? Nein, Plock ist ein eigenständiges Programm und hat mit der Toolbox jetzt in dem Sinne erstmal nichts zu tun. Das ist ein eigenständiges Programm. Infos dazu gibt es auf meiner Webseite auf jeden Fall. Kostet 20 Euro, glaube ich. So, soweit, so gut. Das Ganze wird jetzt aber noch komplizierter. Lass mal die ganzen Linien hier wieder raus und die Rechtecke auch. So. Das Ganze wird jetzt komplizierter, wenn ich mit mehreren Orders arbeite. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Orders verteile und sage, okay, ich möchte jetzt hier, wenn wir jetzt hier nach oben ausbrechen, möchte ich gerne per Stop-Order Long in den Markt oder entsprechend hier unten möchte ich mich gerne per Limit-Orders einskalieren lassen. Oder wenn ich mit der strategischen Order arbeite. Das heißt, strategische Order nehmen wir jetzt hier mal 5 mal ATR durch 3 zum Beispiel. Und ich sage, ich möchte jetzt gerne Long per strategische Order in den Markt und entsprechend werden wir jetzt gefillt. Stop, den Take Profit ziehe ich mal nach oben. Da haben wir jetzt folgendes Problem sozusagen. Ich weiß in dem Moment gar nicht, was jetzt genau passiert, beziehungsweise ich kann mein Risiko gar nicht genau berechnen, weil der Stop-Loss, der mir unten angezeigt wird, die 71 oder 72 Euro, die beziehen sich ja jetzt nur auf meine Positionsgröße von 0,5. Aber wenn der Kurs jetzt hier weiter runterläuft, hier nach unten läuft, dann werden ja entsprechend meine Buy-Limits gegriffen, gefillt. Und mein tatsächlicher Verlust ist ja um einiges größer, weil ich ja dann meine Limits hier unten eingesammelt habe und meine Positionsgröße vergrößert habe. Und ich weiß gar nicht, okay, wenn ich jetzt hier unten rausfliege, mit welchem Betrag fliege ich denn überhaupt raus? So,
Und auch da kann uns quasi Plock helfen, indem ich einfach wieder meine Levels in den Markt lege, oben quasi mein Take-Profit-Level, unten mein Stop-Loss-Level, das Ganze kalkulieren lasse. Und jetzt rechnet mir quasi Plock aus, was passieren würde, wenn wir jetzt hier runterlaufen würden, meine Buy-Limits einsammeln würden und dann quasi in den Stop-Loss laufen. Das würde nämlich bedeuten, ich wäre hier unten mit einer Positionsgröße von 4,5 Kontrakten im Markt und würde einen Verlust von 250 Euro erleiden. So, laufen wir jetzt hier hoch, würde entsprechend meine Buy-Stop hier gegriffen und ich würde mit 1,8 Kontrakten in meinen Take-Profit laufen und hätte 122 Euro Gewinn gemacht. So, da muss man sich jetzt natürlich ausrechnen, inwiefern das Sinn macht, ob das so Sinn macht, weil das Risiko ist natürlich in dem Moment um einiges höher als jetzt mein Gewinn. Also vom reinen CAV-Verhältnis ist das natürlich jetzt erstmal schlecht. Wo man dazu auch sagen muss, CAV ist natürlich was Statisches und man sollte nicht nur immer auf das CAV schauen, weil das CAV ist letztendlich etwas, was wir uns selbst als Regel geben, was den Markt aber in der Regel nicht interessiert. So. Genauso gut kann ich jetzt hier noch weitere Orders dazu packen. Sagen wir mal, hier noch ein Kontrakt, hier noch ein Kontrakt. Und entsprechend kann mir das Ganze nochmal berechnen lassen. Und dann wüsste ich halt entsprechend, ich würde jetzt hier oben mit 3,8 Kontrakten ankommen und 191 Euro gewinnen. So. Diese Linien, wenn ich jetzt doppelklicke, kann ich auch verschieben. Das heißt, ich kann mir auch ausrechnen lassen, okay, was würde denn passieren, wenn ich den Stop jetzt quasi nach hier oben verschieben würde? Gehe wieder auf Berechnen. Dann würde mein Stop jetzt hier liegen und entsprechend, wenn wir jetzt hier runterlaufen, würde zu den 1,8 Kontrakten, mit denen ich jetzt im Markt bin, noch die 0,9 hinzukommen. Entsprechend wäre ich jetzt hier bei meinem Stop-Loss mit 2,7 Kontrakten im Markt und würde einen Verlust von 61,12 Euro erleiden. Entsprechend dasselbe kann ich mit meinem Take-Profit machen. Das heißt, ich kann vorher gucken, okay, wenn ich jetzt hier aussteige, sagen wir mal genau hier. Ne, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, ich würde hier oben mit 2,8 Kontrakten ankommen und hätte einen Gewinn von 65,73 Euro. So. Schieben wir das mal wieder auf den Take Profit und Stop Loss. Gehen nochmal auf Kalkulieren. So, jetzt gibt es hier noch, wenn man so mit der Maus über diese Linien fährt, gibt es da noch so ein Infofeld, so ein Tooltip. Und der bietet noch weitere Informationen. Zum Beispiel ganz unten den Eintrag Best. Was würde oder was heißt Best jetzt in dem Moment? So. Best heißt, das ist das Best-Case-Szenario. Und was wäre jetzt das Best-Case-Szenario? Das Best-Case-Szenario wäre jetzt, dass wir jetzt hier mit dem Kurs runterlaufen, meine kompletten Buy-Limits einsammeln und entsprechend dann nach oben laufen, meine Buy-Stops einsammeln und entsprechend in den Take Profit laufen. Das wäre das Best-Case-Szenario. So, und das Best-Case-Szenario würde bedeuten, ich würde oben mit 7,4 Kontrakten ankommen und entsprechend 570 Euro Gewinn einfahren. So, das Pendant zum Best-Case-Szenario ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Das gibt es auch. Das heißt,
ne? Worst-Case-Szenario ist genau der umgekehrte Fall. Halten wir das nochmal kurz an. Worst-Case ist, ich laufe hier hoch, sammle meine Buy-Stops ein, laufe wieder runter, sammle meine kompletten Limits ein und entsprechend laufe hier in den Stop-Loss und werde ausgestoppt. So, das wäre das Worst-Case-Szenario. Und das Worst-Case-Szenario würde bedeuten 7,4 Kontrakte wieder mit 590 Euro ungefähr Verlust. So, ich gucke mal zwischendurch mal so ein bisschen in die Fragen. Okay. So, das funktioniert natürlich auch in Short-Richtung genau umgekehrt. Entsprechend, wenn ich jetzt hier Short-Orders aufhabe, dann entsprechend kann ich auch, ne, wie eben auch gezeigt, meine Short-Position ausrechnen. Das heißt, hier oben wäre dann quasi mein Stop-Loss und hier unten wäre mein Take-Profit. So, ich kann jetzt auch Folgendes machen. Ich kann sagen, ich möchte gerne hier noch eine Buy-Stop hinlegen, möchte gerne noch, dass das Ganze, ne, dass hier noch eine Buy-Stop greift. Das heißt, ich wäre jetzt, wenn diese Buy-Stop hier noch gegriffen wird, wäre ich mit 2,8 Kontrakten im Markt. Und dann kann ich sagen, ich möchte nicht mit einem festen Take-Profit hier oben ausgestoppt werden, sondern ich möchte anfangen, diese Position langsam auszulösen. So, indem ich jetzt hier Sell-Limits in den Markt lege. Da zum Beispiel, da zum Beispiel. So, das Ganze kann ich mir auch wieder ausrechnen. Gehe jetzt wieder auf Kalkulieren. Das würde nämlich bedeuten, ich würde jetzt hier oben an meinem Take-Profit noch mit 0,7 Kontrakten ankommen und entsprechend 112 Euro Gewinn machen. So, das Ganze funktioniert natürlich auch, ne, auf der Unterseite. Das heißt, ich habe hier meine Limits, die ich noch einsammeln möchte, aber ich kann anstatt eines Hard-Stops sozusagen auch einen weichen Stop wählen, indem ich sage, gut, wenn wir jetzt hier runterlaufen, wenn wir jetzt hier quasi hier runterlaufen, diese Tiefs quasi durchbrechen, dann fange ich an, mich langsam auch im Verlust auszuskalieren. Indem ich sage, ich lege jetzt hier auch wieder Sell-Limits in den Markt und entsprechend lasse mir das Ganze wieder berechnen. Und das würde bedeuten, ich würde jetzt hier unten bei meinem Stop-Loss noch mit 2,4 Kontrakten ankommen und hätte 270 Euro ungefähr Verlust eingefahren. Würde natürlich auch nicht zu meinem Money Management passen, was ich mir eben festgelegt und bereitgelegt habe. Dann wäre ich weit über meine 1%-Regel drüber. So, ich kann das ganze Spiel jetzt quasi unendlich weiterführen, indem ich sage, gut, wenn jetzt der Run nach hier oben kommt und ich lasse mich jetzt hier oben teilweise aus dem Markt nehmen, dann kann ich auch sagen, okay, ich gebe jetzt hier wieder Positionen hinzu. Ich gebe jetzt hier wieder 0,7 hinzu, hier wieder 0,7, hier wieder 0,7. So, kann mir das Ganze nochmal ausrechnen lassen. So, das heißt, hier oben entsprechend würde ich mit 2,8 Kontrakten ankommen, 169 Euro gewinnen. Beziehungsweise, wenn ich die Linie hier auf meinen Take-Profit ziehe, wo jetzt mein Take-Profit liegt, kalkulieren, 2,8 Kontrakte und entsprechend 220 Euro gewinnen. Also so kann ich im Vorfeld auf jeden Fall sehr, sehr einfach und schnell kalkulieren, okay, was kann ich gewinnen, was kann ich verlieren und macht es Sinn, zum Beispiel, dass ich jetzt hier noch Orders dazugebe, dass ich mich einskalieren lasse, dass ich mich ausskalieren lasse, inwiefern macht das Ganze überhaupt Sinn? So, machen wir das alles mal zu. Und löschen das Ganze nochmal.
Das Ganze funktioniert zum einen, so wie ich gerade gezeigt habe, wenn ich einen Trade aufhabe, aber natürlich auch, wenn ich keinen Trade aufhabe. Das heißt, wenn ich im Vorfeld planen möchte, bevor ich den Trade eingehe, wo macht ein Einstieg Sinn? Wo macht eine Einskalierung Sinn? Das heißt, ich lege mal wieder mein Level in den Markt. Buy Level, machen wir das mal weg. So, und sage, okay, hier ist mein Einstieg. Positionsgröße 1. Und hier würde ich noch eine Position hinzugeben und hier noch eine Position hinzugeben. Lege hier noch meine Größe von einem Kontrakt fest. Lege meine Levels in den Markt. Take Profit ist wieder hier oben. Stop Loss ist wieder hier unten. Und lasse mir das Ganze berechnen. Das heißt, ich würde jetzt hier unten entsprechend mit drei Kontrakten in den Markt gehen, aus dem Markt gehen, besser gesagt, mit einem Verlust von 85 Euro ungefähr. So, oben entsprechend mit einem Kontrakt würde ich jetzt hier ankommen, wenn meine Order jetzt hier liegen würde, gegriffen worden wäre und 80 Euro Gewinn sozusagen, beziehungsweise Best-Case-Szenario wieder Berechnung. Best Case heißt, wir laufen runter, meine Buy Limits hier werden gegriffen, wir laufen dann nach oben in den Take Profit, wäre mein Best Case Szenario, drei Kontrakte bei 266 Euro. So, und so kann ich im Vorfeld genau berechnen und festlegen, okay, was macht Sinn, macht eine Einskalierung Sinn, was kann ich verlieren, was kann ich gewinnen. Entsprechend. Jetzt bei dieser Kalkulation wäre das Worst-Case-Szenario zum Beispiel, ich laufe jetzt hier hoch, ne, meine kompletten Buy-Stops werden gegriffen, ich laufe wieder runter und ich wäre mit sechs Kontrakten im Markt, wenn ich in meinen Stop-Loss laufe, bei 360 Euro ungefähr Verlust. So. Machen wir das Ganze mal wieder weg und die Linien auch weg. So, ich hatte ja in den vergangenen Webinaren schon auch das Thema Grids und Order Grids angesprochen und auch zum Beispiel die Ausskalierung im Verlust angesprochen und inwiefern das Sinn macht. Und das Ganze kann ich mir mit Hilfe von Plock dann auch entsprechend ausrechnen lassen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal mein Ghost-Programm dazu nehme, so, schalten wir das mal auf und sage, gut, ich möchte jetzt gerne in den Markt gehen und ich möchte diesmal keinen Hardstop verwenden, sondern einen weichen Stop sozusagen. Weicher Stop heißt in dem Moment, ich skaliere mich mit Stop Orders aus dem Markt wieder aus und sage, ich gehe jetzt hier mit fünf Kontrakten in den Markt. Schalte Auto Trading an, mein Grid an, sage drei Orders im Abstand von 15 Punkten, sage kaufen, Stop Loss mache ich weg. Das Ganze muss ich natürlich auf minus 15 Punkte setzen, damit das auch ein Stop Grid wird. So. Somit wird meine Positionsgröße oder mein Stop-Grid automatisch der Positionsgröße hier angepasst. Und ich kann mir wieder ausrechnen lassen, entsprechend, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich jetzt quasi mit meinem Stop-Grid aus dem Markt genommen werde? Das heißt, hier liegt meine Stop-Order. Gehe jetzt auf Kalkulieren. Entsprechend würde das bedeuten, ich würde jetzt hier unten, wo meine Linie liegt, mit null Kontrakten aus dem Markt gehen. Ist ja auch klar, weil meine Order komplett aufgelöst wird. Und ich hätte aber einen Verlust von 123 Euro. Das heißt, das würde nicht ganz in mein Money Management passen. Sprich, ich kann die Orders noch ein bisschen anpassen, indem ich sage, okay, damit's mit meiner 1%-Regel einhergeht. Schiebe ich die Order ein bisschen näher zusammen, gehe auf Kalkulieren, passt immer noch nicht.
Und so kann ich mir meinen Verlust ausrechnen lassen, ob das auch quasi in mein Money Management entsprechend passt. So, das Ganze geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung, indem ich sage, ich möchte 15 Punkte ein Take-Profit-Grid sozusagen nutzen, ausrechnen. Und entsprechend würde ich, wenn wir jetzt komplett in den Gewinn laufen würden, das heißt, wenn wir die letzte Position hier oben greifen, 130 Euro ungefähr Gewinn machen bei dem Trade. So. Welche Einstellung, ich lese gerade mal eine Frage vor, die hier kam, welche Einstellung vom Saldierungsprinzip FIFO oder LIFO sollte man wählen? Also ich habe da mal Kalkulationen angestellt, gerade auch wenn man mit Order Grids und sowas arbeitet. Und es ist auch ganz interessant, was da rauskam. Und zwar, es ist Wumpe. Also ich habe da hin und her gerechnet. Sowohl mit LIFO als auch mit FIFO. Also ich konnte da jetzt keinen signifikanten Unterschied feststellen. Ich weiß nicht, wenn jemand andere Daten da hat, andere Vorteile hat, kann er gerne was dazu sagen. Aber ich von meiner Seite aus konnte weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendwelche Vorteile feststellen. Und am Ende kam immer dasselbe raus. So, machen wir das Ganze mal wieder zu. Schalten Autotrading nochmal ein. Und zwar eine Sache, die ich noch zeigen wollte, war folgendes. Zwar gehen wir nochmal mit 5 Kontrakten in den Markt. Schalten das Grid nochmal aus und entsprechend mein Stop-Loss lege ich nach hier unten, wieder unter das letzte lokale Tief. Kalkulieren. Ziehen wir das mal ein bisschen nach da, damit man es besser lesen kann. So, 427 Euro Verlust würde natürlich überhaupt nicht in mein Money Management passen. Und nochmal der Vorteil, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt keinen Hardstop, sondern ich nehme quasi einen weichen Stop und sage, ich nehme jetzt wieder mein Stop-Grid sozusagen und sage minus 15 Punkte erstmal und ziehe das jetzt noch ein bisschen auseinander. So. Lass mich das nochmal berechnen. Und das ist halt der Vorteil, wenn man entsprechend so ein Stop-Grid nutzt. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, verringere ich erstmal mein Risiko, ne, indem ich jetzt Teilpositionen rausgebe. Und natürlich kann ich, wenn der Kurs dann wieder dreht, hier oben wieder Positionen reingeben, in Form von Buy-Stops. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal nicht den Riesenverlust, falls er jetzt hier runterlaufen sollte und mein Stop-Loss greifen sollte, dass ich mit meinem Verlust, so wie eben von knapp 400 Euro, hier in den kompletten Stop-Loss laufe. So. So, gibt es jetzt zu dem Bereich erstmal noch Fragen? Geht das auch im MT4? Ja klar, also Block gibt es sowohl für den MT4 als auch für den MT5. Ist für beide MT-Programme verfügbar. Dann gibt es noch die Frage, gibt es eine User-Dokumentation? Also es gibt auf jeden Fall Videos und Erklärvideos zu Block. Auch auf meiner Seite kann man mal schauen. Da sind eigentlich alle Funktionen von Block nochmal genau erklärt. Unter anderem auch die Funktion Commissions hier.
Wenn ich zum Beispiel mit FX Flat Futures handle und bei den Futures gibt es ja eine Commission, das heißt, da gibt es eine Ordergebühr, die nochmal auf die Order draufkommt. Das ist ja zum Glück bei CFDs jetzt hier nicht der Fall. Aber wenn ich jetzt Futures handeln würde bei FX Flat und ich hätte jetzt eine Order Commission von, ich weiß jetzt genau die Order Commissions von FX Flat nicht, aber ich nehme jetzt einfach mal an und sage jetzt irgendwie 2 Dollar zum Beispiel und sage kalkulieren, dann wird das entsprechend mit auf meinen Stop-Loss draufgepackt, beziehungsweise vom Stop-Loss abgezogen, nee, vom Stop-Loss draufgepackt, so rum. Und vom Take-Profit abgezogen. Weil das sind dann die Gebühren, die ich halt pro Order dann entsprechend zahlen muss. So, dann kommt noch eine Frage. Wie rechne ich den Verlust, wenn du jetzt in deinem Beispiel erst noch Buy-Limits hast und dein Stop-Grid dann per Level unter dein Grid legst? Dann werden die Stops ja erst angezeigt und berechnet, wenn du am Stop-Level bist. Das muss ich nochmal lesen. Wie rechne ich den Verlust, wenn du... Also, machen wir das mal zu. So, ich habe jetzt gehe jetzt hier nochmal mit einer Position in den Markt. Ich habe jetzt hier noch Buy Limits. Nee, Buy Limits. Ach so, jetzt weiß ich, wie du das meinst. Okay. Das ist richtig. Also was der Benutzer fragt, ist Folgendes. Und zwar machen wir das Grid mal aus. Wir haben jetzt hier noch entsprechend Buy Limits und in dem Moment, wenn wir hier runterlaufen, wird ja die Positionsgröße immer größer und wir wissen ja gar nicht, in dem Moment, wenn wir jetzt hier noch uns wieder ausskalieren lassen wollen, mit einem Stop-Grid sozusagen, wie jetzt die Positionsgröße oder wie der Verlust jetzt ist. Das kann man so ausrechnen, indem ich jetzt hier nicht über die Grid-Funktion muss ich dann in dem Moment ausschalten, entsprechend meine Grids manuell erstmal in den Markt lege. Das heißt, ich bin jetzt hier mit 1, 2, 3, 4 Positionen im Markt. Die Positionen muss ich dann entsprechend manuell in den Markt legen, so zum Beispiel hier. Und dann kann ich mir ausrechnen lassen, okay, wie sähe dann der Verlust tatsächlich aus, wenn ich jetzt hier kalkulieren klicke. Das heißt, ne, wir würden hier unten mit null Kontrakten wieder ankommen, klar, weil ne, alles gegeneinander verrechnet wird. Das heißt, 4 Buy Limits rein, Buy Kontrakte, 4 Short Kontrakte rein, ist quasi null. Das heißt, hier unten wäre 196 Euro Verlust. So, das kann ich mir dann so ausrechnen und entsprechend die wieder wegmachen und dann mein Order Grid wieder in den Markt packen. So, gut. Dreiviertelstunde. Ich glaube, ich bin durch, Florian. Okay. Ja, genau. Also, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann wäre es das, glaube ich, erstmal so von meiner Seite aus. Wie gesagt, es gibt jede Menge Infos noch zu Blog und Videos. Wie das Ganze berechnet wird, wie das Ganze berechnet werden kann, was die genauen Funktionen noch vom Block sind und zum Thema Risikomoney-Management kann man sich da auf jeden Fall auch noch weiter informieren. Gut, ja, wie gesagt, dann wäre es das so von meiner Seite aus. Wir sehen uns ja schon nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und zwar gibt es da noch ein weiteres Webinar von mir. Außenstäbe ist das Thema. Auch ein interessantes Thema, spannendes Thema. Außenstäbe handle ich auch schon seit sehr langer Zeit, seit geraumer Zeit. Und da werde ich euch auch noch so ein bisschen was dazu erklären. Genau.
Wenn ihr die Präsentation, nicht die Präsentation, sondern wenn ihr die Kalkulation, dieses Excel-Tabelle, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, haben möchtet, ich werde die morgen an alle Leute verschicken, die bei mir in Newsletter eingetragen sind. Das heißt, ne, wenn ihr die haben wollt, tragt euch noch in den Newsletter ein, werde ich ungefähr so morgen Mittag, denke ich mal, verschicken an die ganzen Leute. Gut, dann sage ich, vielen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder am 25. Das ist, glaube ich, auch Donnerstag. Gut, aber das letzte Wort hat wie immer der Florian. Ich sage, macht's gut, noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao. Ich danke dir, Timo. Auch nochmal Dankeschön an die Teilnehmer, dass sie heute dabei waren. Danke für die Fragen, die reingekommen sind. Und ich hoffe, wir sehen Sie wieder nächste Woche beim nächsten Webinar zusammen mit Timo. Wird bestimmt wieder genauso spannend wie heute. Und ich würde sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.